Wir haben alles, was wir reinnehmen, Maximum können wir 80 Minuten wieder ausfüllen. Im Normalfall ist es so bei starken Renten, dass wir zuerst einmal alle Kanäle anfüllen. Das hat man dann mit auch gesehen. Und dann langsam und Anführungszeichen abbauen können. Das heißt, wenn der Regen nachlässt, dann bauen wir das Wasser in den Kanälen zurück. Gehalten wurde langsam ab. Das mir bleibt bei 80 Kubikmeter, aber mit den Kanälen, mit den angefüllten Gebäuden ab und dann kommen wir wieder über die Gebäuden auf das Normallevel zu. Wie lange hält aus, wenn man wirklich einen Monat lang durchgerechnet hat? Naja, das. Annahme. Keine Ahnung, das ist die Maße nicht. Es kommt auch ganz einfach, wo es regnet. Was bei uns regnet, da ist man wurscht. Damit wird der Schotter aus dem Becken geholt. Obwohl es in Österreich kein Meer gibt, gibt es eine Unzahl an Möwen und die meisten sind nicht zum Beispiel am Neusiedler See oder an irgendwelchen Seen zu finden, sondern ja, in der Kläranlage. Und zwar kreisen die über dem Becken und holen sich aus dem verschmutzten Wasser etwas heraus. Fressen das oder lassen sie es wieder fallen, aber so viele Möwen habe ich einfach noch nie auf einem Fleck gesehen, weder auf einem See noch am Meer wie hier in der Kläranlage, und das ist ihre Haupternährungsquelle. Das heißt, sie werden so viel Strom selbst produzieren, wie sie wieder brauchen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Wasser ausschaut. Das ist ein so. Wenn Sie da jetzt das Wasser ansehen, dann sehen Sie im Normalfall keinen Unterschied zwischen Trinkwasser und dem. Ja. Da ist ja da sofort einige Unterschiede. Achso? Sehr viel Schwimmstöpfchen noch. Ja, zu viel. Du trinkst das mal. Achso? Im Fluss gibt es kein Trinkwasser. Im Fluss schaut auch so. Aber ist da auch nicht Wasser. Achso? Schaut das aus. Nein. Und damit man sieht,
Wir mögen hier sind. Alles Weiße hier in der Wiese, es ist zum Beispiel Federn. Und diese Flecken hier ist Vogelkot. Wobei, der ist ursprünglich kurz nach dem Winter. Das heißt, es muss eigentlich alles schon ziemlich gereinigt sein. Von der Schneeschmelze und vom Regen und vom Schnee. Und trotzdem ist der Straße übersehen. Schlosser, ein Labor, Mensch und dann vier Kanalarbeiter. Ja, die sind also rund um die Uhr da und haben also die Aufgabe, die Anlage zu fahren. Mit der Unterstützung vom Computer. Also von und man kann also mit dem System von einer Gesamtübersicht runterbrechen, auf einen Anlagenteil runterbrechen, auf eine Straße, sage ich jetzt einmal, wie zum Beispiel, also sie hier die Verdichterstation aufgeschlagen ist. Und man kann also dann von der Verdichterstation Norme runterbrechen auf zum Beispiel einen Motor. Was nimmt der Motor auf? Ja? Oder die Pumpe. Was fördert die Pumpe? Die Pumpe. Nicht insgesamt, sondern die einzelne. Ja? Alles wird dokumentiert, alles wird aufgezeichnet, logischerweise. Es wird auch dokumentiert auf Hundertstelsekunde. Warum? Weil also bei einem elektrischen Missgeschick, sage ich jetzt einmal, sieht man ja nur die Ursache. Ja? Da brennt irgendwo was ab. Warum ist das abbrennt? Keine Ahnung, weiß man nicht. Und aufgrund dessen, auf der Zeit, kann man dann anschauen, ja, weil mehrere Sachen vielleicht beteiligt sind. Ich sage jetzt einmal, dieses Relais ist Bickenblim und das war die Ursache, weil das und das und das und das ausgefallen ist. Ja? Also ein Blick auf die ganze Anlage.